Freunde, es ist an der Zeit, mit ein paar Vorteilen aufzuräumen. Und zwar ersetzt Y-Food das ganz normale Kochen natürlich nicht, sondern es dient als ausgewogene Alternative, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist und man hat irgendwie nur die Möglichkeit auf Imbiss, Fastfood, Autobahnraststätte und so weiter. Dann lieber das hier. Kann man natürlich auch gut auf seinen Touren verwenden. Wer das Ganze mal ausprobieren will, Rabattcode 10FRITZ nutzen und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, ich hab Bock. Ich will mir das neue Video von Robert angucken. Quasi Folge 4 der Peru-Serie. Mission Peru auf den Spuren des Jaguars. Über Nacht im Dschungel von Peru Folge 4. Let's go. So, Freunde. Rucksack ist gepackt. Für 1-2 Nächte im Dschungel. Oh, jetzt geht's tief rein. Jetzt wird's interessant. Jetzt ist ein bisschen Leiden angesagt fürs gute Bild. Aber guck mal, was wir kriegen an Tieren. Weil es ist wichtig, dass wir noch schön Biodiversität dokumentieren. Also das heißt, wir wollen möglichst viele Tiere bei Tag und bei Nacht und dafür muss man ein bisschen was in Kauf nehmen. Also, let's go. So, jetzt haben wir ein kleines Intro hier. Das Boot hat uns abgesetzt. Ah ja, der Nico hier. Mit dem guten Gimbal da auch noch dran. Eieieiei. Puh. Jetzt geht's ab in den Dschungel, Freunde. Aber was ist denn das für ein Shirt? Was ist denn das für ein Shirt? Warte mal. Mit Leichtgepäck. Was ist denn das für ein Shirt? Mission Erde? Nee. Hä, warte mal. Nico. Was ist denn das hier? Was steht da drauf? CR... Hopp? CRG Hopp? Hä? Chat, findet das mal mit mir raus. Hier ist so ein Symbol. Was ist denn das hier für ein Dschungelshirt? Rein da! Nehmen wir mit. Das ist der CRG. Von den Krone. Greg Hoppers? Nehmen wir mal mit. Alles am Start. Ein 600er. Nehmen wir mal mit. Nico, man kann nie genug dabei haben. Ja. So, das war unsere letzte Chance. Wiedersehen. So. Warte mal, so jetzt, es gibt keine Teamvorstellung bei Roboter. Was sind das alles für Leute hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Freunde, auf geht's in den Dschungel. Das ist immer ein bisschen schwierig, kompromisslösungsmäßig, zwischen was kann ich an Ausrüstung dabei haben, was brauche ich für den eigenen Komfort. Ist ein bisschen laut, ne? Oder? Ich mache ein bisschen leiser, glaube ich. Ist ein bisschen laut. Essen, Wasser und so weiter. Muss man sich immer selber schenken und das kann ich nicht gut. Ich habe trotzdem super viel Kamera-Equipment dabei, aber das Gute ist, man hat auch manchmal Menschen, die einem helfen. Ja, Robert hat erstmal einen schönen Träger dabei, der seine Ausrüstung trägt. Auch nicht schlecht. Das ist ganz gut. Und dann werden wir mal sehen, dass wir hier... Da geht auch, ist auch mal hier der Einheimische. Was ist so? Warte mal. TamboPataJungle.com. Jetzt will ich mal recherchieren. Was? TamboPataJungle. Hä, macht Robert Badeurlaub? Robert macht Badeurlaub. US Tamayo Amazon Fishing Trips. Kegi Sandoval Lake Tours. 450 Euro pro Person, 4 Tage, 3 Nächte. Hä, sind das hier vielleicht sogar die Boote? Ja, entspannend! Hier die Krokodile, die Robert gefangen hat. Auf der großen 450 Euro Tour. Hä, aber warte mal, sind das nicht sogar die Bilder, die wir in der letzten Folge gesehen haben? Da kann so mal einen kleinen Junggesellenabschied hierhin machen. Included. River and Land Touristic Transport. One Night in Lodge. Interest. Tambota National Reserve. Ist das, ist das vielleicht Peru? Ist das das? Warte mal. Hier. Das ist Peru. Na klar, das ist das hier. Okay. Affen. Hä, klar, guck mal, auch hier. Das sind doch die, die wir auch gesehen haben, oder nicht? Weil dann erklärt das auch, warum da die ganze Zeit so viele Leute im Hintergrund sind. Ah, hier, die bieten quasi verschiedene Dschungeltouren an, schätze ich mal. Das sind auch die, die da mit dem Boot die Leute da rausbringen sollen. Okay. Gut. Jetzt ist das aber wenigstens mal klar. Jetzt verstehe ich das auch mal. Let's go! Ein paar ordentliche Tieraufnahmen kriegen. Von Tierchen, die sich tief im Dschungel verstecken. Das ist doch Banane hier hinten, oder nicht? Wachsen die Bananenpflanzen auch wild eigentlich? Weiß das jemand? Falls es überhaupt Bananen ist.
Weil ich kann mich an die Peru-Tour, an die Peru-Geschichte, die wir gemacht haben, erinnern, wo wir auch immer wieder Bananenpflanzen hatten, aber die waren quasi nur bei den Hütten der Locals, wo die quasi gelebt haben. Da haben die die angepflanzt. Aber wirklich im Dschungel habe ich Bananenpflanzen da tatsächlich nie gesehen. Aber gut, klar, die muss ja irgendwo muss die auch natürlich wachsen wahrscheinlich, ne? Komm schon, Elnicio. Chili. Herr Wolski, das ist dann der Moment nach 2 Stunden sportlichen Schrittes durch den Dschungel, wo dann Kameramann und Regisseurin anfangen, sich darüber zu unterhalten, was passiert eigentlich, wenn. Ja. Gute Frage. Wenn du hier von der Schlange gebissen wirst oder fällst, in den Knöchel brichst oder so, dann wird es schwierig, hier wieder rauszukommen. Ja. Und der Gestank, jetzt gerade von vermodertem Wasser. Alter Schwede. Ja, in den Alpen sagte der Nico gerade, wenn du da was brichst, dann kommt der Heli. Hier. Paula hat hier auch dieses Shirt an. Miss, ach, kann das sein, dass sie das so als Team-Shirt haben und dann haben die das besticken lassen wahrscheinlich, ne? Cool eigentlich. Aber was ich auch gerade spannend finde, das würde mich mal interessieren, ob das vielleicht jemand von euch weiß, die haben alle unter diesem Shirt noch ein T-Shirt. Das hatte ich bei Robert auch gesehen. Robert hat auch ein schwarzes Shirt runter, Nico hat ja eins, Paula hat ja auch ein schwarzes Shirt runter. Warum haben die alle unter dem no Ding noch ein T-Shirt? Ist doch eher warm, oder nicht? Kommt der Jaguar. Ja, Freunde. Ist schwierig, I know. Aber gut, weiter geht's. Der Moment, wo alle realisieren, naja, da müssen wir durch, Freunde. Das hilft nichts. Oh, und das stinkt nach Vermoderung, Vergammlung. Also das Wasser da auf gar keinen Fall trinken. Ja, das. Oh, jetzt wird's episch, die große Gewässerdurchquerung. Ist das das gleiche Hemd? Sorry, dass ich die ganze Zeit auf diesem Hemd hängen bleibe. Nee, aber hier ist nicht so ein Schulterding. Oder die Aufnahme ist gespiegelt. Obwohl, nee, linke Hand ist die Uhr. Das heißt, die ist nicht gespiegelt. Robert hat, glaube ich, nochmal ein anderes Hemd. Aber ich sehe mich nicht im Hemd. Ich sehe mich im Combat-Shirt eher. Ich habe jetzt auch ein neues, Chat. Die Leute auf Instagram haben es gesehen. Ich glaube, ich bin eher so der Typ mit dem Combat-Shirt. Ah, okay, aber das ist flach. Das geht nicht in die Gummistiefel rein. Ich dachte schon, das ist jetzt hier, das schwappt oben rein. Das ist eine große Gruppe von bolivianischen Geil. Totenkopfäffchen. Das ist nicht Warte, wie heißen die? Wie heißen die? Das ist eine große Gruppe von bolivianischen Totenkopfäffchen. Bolivianische Totenkopfäffchen? Okay. Das ist nicht ganz einfach, die zu kriegen, Oh, das glaube ich. weil die natürlich super agil sind. Und zwischen den Blättern, also man sieht es, die sind nah, aber doch sehr fern. Also ungefähr 15 Meter kommen sie ran. Aber hört ihr den Hintergrund? Geil, oder? Das zum Beispiel, das muss man dazu sagen, werdet ihr ja dann in den Peru-Videos bei mir auf dem Kanal sehen. Wir waren viel, viel höher. Wir waren ungefähr im Schnitt so auf 1600 Meter. Anreise sind wir über so einen großen Bergkamm, 3331 Meter rüber. Das heißt, wir waren, die Einheimischen haben gesagt, das ist nicht der Rainforest, das ist eher so der Cloud Forest, haben die das immer genannt. Und da ist tatsächlich nicht so krass geil viel los, tierreichtumsmäßig, wie jetzt hier bei Robert, wo es die ganze Zeit da am Quieken und Zirpen und bla bla ist. So, das ist da, hast du nicht ganz so viele Tiere. Aber es hört sich geil an. Ordentliches Blattwerk. Also, ich habe auf jeden Fall Bock, auch mal schön in Dschungel, ich sag mal, ne, in tiefen Dschungel reinzugehen, wo du dann auch viel mehr Tierreichtum hast. Wird kommen, Freunde, wird kommen. Ist schon in Planung. Die zu filmen ist so schwierig und die sind ständig in Bewegung. Totenkopf, echt geil. Ah, oh, da, der war gut. Da kommt man schnell ins Schwitzen. Das wird anstrengend. Los, weiter. Und das ist so eine typische Situation. Ich habe normalerweise gerne eine Prime Lens drauf, also eine Festbrennweite, 600er, 400er oder irgendwie sowas. Aber die Affen sind hier so agil, nah, fern, zwischendurch.
Was so ein 100-500er Zoom-Objektiv dafür? 100-500er kenne ich gar nicht. Ich kenne immer so was. 100-500 habe ich noch nie gehört. Klassiker ist ja, was ich, 24-70 ist viel zu klein. Was hast du dann? 70-200 ist, glaube ich, noch so ein Ding. Was aber, glaube ich, auch eigentlich noch zu wenig ist. Aber 100-500, okay. Wirklich perfekt ist, aber es ist immer noch sehr, sehr anspruchsvoll, die überhaupt zu kriegen. Ah, geil. Trotzdem cool. Und das mit Rucksack auf dem Rücken und immer nach oben. Hast du den Nacken am Abend dann. Und ich bin schon völlig komplett nah. Vom eigenen Schweiß. Sieht aber noch alles recht trocken aus hier, da unterm Arm. Da kommt ja normalerweise, kommt ja hier der Fleck durch. Oh, oh nein, guckt euch ihn an. Ich liebe ja Affen, ne? Guckt euch doch dieses Gesicht an. Als wäre es mein Bruder, sagt ehrlich. Oh. Manchmal wäre ich auch so gerne ein kleines Äffchen. Der Affe ist tausendfach süßer. Das ist richtig. Oh, Jump! Oh, was ist das für einer? Warte mal, warte mal, warte. Sherlock Meinecke ist wieder da. Aufnahme, Robert McLehmann läuft über den Stamm im Dschungel mit Gummistiefeln. Cut! Robert McLehmann trägt Stiefel. Was ist da los? Jetzt sind wir gerade angekommen an unserem Basiscamp. Robert McLehmann hat plötzlich einen roten Rucksack auf und nicht mehr den grünen. Wo war... Hä? Jetzt habe ich erstmal geholfen, die anderen Hängematten mit aufzubauen und jetzt ist meine dran. Ach, die besten Plätze sind weg. Ich sitze hier, ich habe jetzt schon ein bisschen geguckt. Wo kommt denn jetzt der rote Rucksack her? Ich bin verwirrt. Alles so semi, weil... Man möchte eigentlich irgendwie einen guten Abstand bei den Bäumen haben und ein vernünftiges Terrain, dass man nicht so viel abhacken muss. Aber im Dschungel kannst du sowieso nicht minimalinvasiv arbeiten, sondern du musst mit der Machete alles klären. Boah, mal gucken. Fang mal an. Lagerplatzsuche. Da sind die Gummistiefel wieder an. Nein, Spaß, Leute, nehmt das nicht so ernst. Wahrscheinlich war der Clip mit den Stiefeln wahrscheinlich irgendwie aus dem anderen Tag, aber hat halt geil reingepasst und deswegen, schätze ich mal, haben sie den da halt mit reingeschnitten, weil das halt so als Gegenschnitt ganz geil gepasst hat. Aber Sherlock Meinecke fällt sowas natürlich auf. Und dafür bin ich auch da, um wirklich sowas auch mal anzusprechen. Dass man die Sachen unten abschlägt, weil wenn du die jetzt in der Mitte irgendwo abschlägst, hast du dann sowas hochstehen, wo die Leute drüber stolpern und so. Das ist eher Mist. Ich habe jetzt einfach hier dran gegriffen, ohne zu gucken, was es ist. Könnte auch Poisonwood sein. Und in der Dschungelkampfausbildung in Belize hat man zum Beispiel gesagt, dass es hier Soldaten und die Einheimischen sich vor nichts mehr fürchten als vor Poisonwood. Weil einmal angefasst und sie jetzt den Nacken gefasst oder so, das ätzt alles weg. Krass. Das versaut dir den Tag und bringt dich ins Krankenhaus. Mich würde das wirklich mal interessieren, was es mit diesen zwei Layern auf sich hat. Warum tragen die ein T-Shirt und darüber dann das Dschungelhemd? Kälte kann es nicht sein, es ist warm genug. Thema Schwitzen, macht das Sinn? Weil ganz ehrlich, im Dschungel, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Wärme, Schweiß, Regen, was auch immer. Also, wenn ich an meine Erfahrung da denke, es ist eh alles durch. Ob du da jetzt ein T-Shirt anhast, noch drunter oder drüber, oder es ist eh alles durch. So, das ist scheißegal. Das kannst du eh nicht verhindern. So, das heißt, selbst wenn du ein T-Shirt anhast, ist das T-Shirt irgendwann durch und dann geht's eh alles ins Hemd rein. So, das, aber wenn ich halt nur das Hemd trage und das dann durch ist, trocknet das doch schneller. Und wenn hier was passiert, das heißt, ich hack mir in... Oh, ist das ein Style-Ding, dass man die Brust nicht sieht? Nee, oder? Nee, warte. Ich werde von der Schlange gebissen, vom Skorpion gestochen, irgendwas. Dann wird's scheiße. Man darf jetzt hier keine Fehler machen. Das ist definitiv klar.
jetzt wird es interessant, weil ich habe mir eine Hängematte gekauft. Die habe ich nur einmal kurz zu Hause ausprobiert. Weil ich kann immer nicht im Dschungel schlafen. Ich weiß, welche jetzt kommt. In den typischen Hängematten, wo man die Banane macht. Also wo man so durchgebogen wird, das nervt mich. Deswegen habe ich mir jetzt was ganz Besonderes gekauft. Hängemattenaufbau ist... Trauma R, das ist die, die ich damals getestet habe mit den Naturensöhnen, also bei dem Overnighter mit den Naturensöhnen auf der Insel mit dem Schlauchboot. Kann ich daran erinnern, ist schon sehr lange her. 3 Jahre oder sowas? Übrigens immer schön, wenn man das zu zweit machen kann. Da tut man sich einfach leichter. Das ist... Alleine ist das... Kann man das machen, ja. Aber es ist zu zweit tatsächlich echt einfacher. Muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man den Baum nicht ganz so beschädigt. Ungefähr auf dieselbe Höhe kommen. Guck mal, hier ganz einfaches System. Blub, blub. Die Schnalle geht hier durch. Zack, schon sitzt die. Und dann kann ich die hier relativ easy adjusten. Stufenlos verstellbar. Sehr gut. Aber gutes Wetter, ne? Bisher noch keinen Regen gehabt bei der Anreise jetzt. Ja, das wäre ja auch so ein Ding, jetzt hier im Sturm den Regen aufbauen, ne? So, das sollte halten. Okay, für die Isomatte. Amok, ja. Comeback UL. Geiler als eine Luftpumpe eigentlich. Ja, finde ich auch, weil hast halt auch kein Gewicht, ne? So, zack. Und man kann schon sehen, wo die Reise hingeht, ne? Ah. Wahrscheinlich wird der grüne Rucksack, den er getragen hat, schätze ich mal, vielleicht so Kameraausrüstung oder sowas sein. Und der rote Rucksack, die Frage ist, wer hat diesen roten Rucksack getragen? Den hat man ja nie gesehen bei der Anreise. Da wird wahrscheinlich das Overnighter-Equipment drin sein dann. Das heißt, du schläfst so? Ja. Aha. Ich habe halt dadurch nicht die Bananenform, ne? Ja, ist richtig. Sondern ich liege quasi wie so ein Paragleitschirmflieger oder so. Stimmt, ja. So, zick. Aber ich meine, dass diese Stäbe am Ende und so, das war bei mir nicht. Da kann ich mich dran an so Stäbe reingemacht zu haben. Ja, das habe ich auch gemacht. Danach habe ich eine kleine Rolle rückwärts gemacht und mich dreimal überschlagen. So, ihr Bananen. Ich werde gerade schlafen. Und zwar richtig geil. Meiner Meinung nach. Hier sind meine Beinis. Und das ist mein Blick. Finde ich jetzt erstmal nicht so schlecht. Kenn ich. Bin sehr gespannt, was er sagt am nächsten Morgen. Schönes Moskitonetz. Dass er zufrieden sein könnte damit. Ein schönes Schlafi-Kissen. Oh. Was wir kaum schauen. Auf Luxus angelegt hier ein richtig... Ey, was ist das für ein geiles Kissen, Alter? Aber es ist halt sehr groß vom Packmaß. Schön. Ah, das ist... Boah, das ist natürlich schon, ne? Also klar, geil. Aber Volumen gefühlt wie ein komprimierter Sommerschlafsack. Also mein Kopfkissen, was ich mit habe, ist gefühlt so Getränkedose 330 Milliliter ungefähr von der Größe. Schönes Schlafi-Kissen. Aber geil, ja. Aus Weltraumschaum. Kann ich auch mal gönnen. Wir haben ein Buch gelesen. Ich sag mal, dieses ganze Thema mit, ich sag mal, Luxus, nicht Luxus, bla, boah, hier ist aber krass, der hat sogar ein riesen Kissen bei und sowas. Der Punkt ist ja immer, du musst den Scheiß halt auch schleppen. Ja gut, oder wie jetzt in dem Fall schleppen lassen. Spaß. Ne? Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Tour machst und da kommt jemand und der hat ein dickes, großes Zelt mit einer riesen Isomatte, noch einen Campingstuhl, einen Kopfkissen, den ganz dicken Schlafsack, dann kommt das manchmal so rüber mit, oh ja, er macht hier richtig einen auf Camping, Luxus, sonst was. Naja, aber je nachdem, was du für eine Tour machst, musstest du den Scheiß halt auch den ganzen Tag schleppen. Ne? Während der Typ, der vielleicht UL unterwegs ist, wo du denkst, oh, der ist aber sehr minimalistisch unterwegs, naja, der trägt aber halt auch weniger. Ne? Das ist immer so das zweischneidige Schwert. Der lacht jetzt. Im Dschungel, wo es nicht so kalt ist, wobei was hat er? Nicht so kalt ist hier gut, denn wir haben in den Nächten hier schon 8 Grad gehabt. Oh, das ist kalt. Wir hatten tatsächlich, und das habe ich anders eingeschätzt, werdet ihr das sehen in der Serie? Doch, wahrscheinlich schon. Wenn ich muss das nur einbauen, ist ja noch nicht fertig geschnitten. Wir hatten Tiefstemperatur, ich bin der Meinung, dass ich das gefilmt habe, weil ich habe jetzt die Uhr, die das alles trackt. Tiefstemperatur 17 Grad in der Nacht. Was ultra warm ist. Und ich habe aber einen Schlafsack mitgenommen, der eher so im Bereich bis 0 Grad geht. Den habe ich halt die erste Nacht zugehabt, danach nur noch als Decke benutzt.
Da hätte ich definitiv eine Nummer leichter, kleiner mitnehmen können. Aber wusste ich vorher halt nicht. Das kann echt zornig werden. Habe ich so ein. Aber was hat er? Ein Fließinlet. Ach krass, er hat gar kein. Hä, warte mal, er hat jetzt gar keinen Schlafsack, sondern nur ein Fließinlet für einen Schlafsack, in dem er schläft? Das Ding ist nur, oder? Wenn es jetzt regnet, wird man natürlich nass. Und deswegen. Ja, top. Müssen wir noch das Tarp aufbauen. Also. Aber bei 8 Grad in einem Fließinlet, sage ich dir ganz ehrlich, wird zornig. Aber heißt ja nicht, dass jetzt 8 Grad werden, sondern dass man da 8 Grad haben kann in der Region, oder? Also quasi unseren Regenschutz. Ja, top. Mit ein paar Heringen. Ordentlich. Wow, haben die eine geile Farbe. Blau. Blauen Hering, die findest du auf jeden Fall auch wieder. Das ist auch im Dschungel wichtig. Alle haben immer gerne Sachen in Tarn. Das kann im Dschungel auch zum Nachteil führen. Ja, das ist halt immer so die Sache, ne? Ich sag mal so, du musst mit dem Zeug halt ordentlich umgehen. Wenn du eine Tasche hast und den Hering rausholst, dann nimmst du den Hering in der Hand und packst ihn halt gleich rein. Und wenn du das Zelt abbaust, Tarp, was auch immer, abbaust, Hängematte, dann nimmst du den und packst halt gleich in die Verpackung. Wenn du anfängst, die Sachen erstmal einfach so auf den Dschungelboden zu schmeißen, so, ich leg die erstmal hier hin. Ja, das ist ja scheiße halt, ne? So, Knoten. Ich bin da auch Perfektionist, wenn wir hier ein paar Tage schlafen. Darf das nicht scheiße sein. Ah, die sind ein paar Tage da jetzt. Okay. Das ist gut durchlüftet. Und selbst wenn es regnet, werde ich nicht nass. Ich kann meinen ganzen Kram unter die Hängematte packen. Das heißt, mein Equipment, Rucksack und so weiter. Also Hängematte hat im Dschungel viele Vorteile, auch wenn ich lieber im Zelt schlafe. Ja, ich aktuell mittlerweile auch. Ich weiß, ich ist so ein. Ich habe alles mal ausprobiert. Ich habe auch mal immer. Bei mir ist es phasenweise. Ich sage es euch ganz ehrlich, bei mir ist es phasenweise. Aber jetzt bin ich gerade eher in der Phase Bodenschläfer. Ich schlafe lieber auf dem Boden als in der Hängematte. Hängematte hat was, aber. Nee, ich bin gerade Boden. Team Bodenschläfer bin ich gerade. Aber es ist Geschmackssache am Ende auch, ne? Also muss man immer gucken für den Einsatzzweck. Und stimmt, die fantastische Aussicht, die angepriesen worden ist, ist futsch. Ja gut, aber das ist ja normal. Das ich glaube jetzt hier für den Einsatzzweck ein paar Tage im Dschungel Tiere filmen. Ja. Mach das erstmal schlanken Schuh. Ja. Okay. Also er hat gerade nochmal gesagt, ein paar Tage im Dschungel. Okay. Bin gespannt, wie viele Tage die jetzt da sind, was sie da alles so erleben werden, wenn das jetzt quasi so ein bisschen das Basiscamp da ist. Die erste Nacht im Dschungel sein, wo ich mal in der Hängematte einigermaßen vernünftig penne. Oh, geil. Ich rieche total komfortabel. Guck mal, keine Banane. Völlig gerade. Schön ordentlich luftig. Hä? Mega geil. Oh, jetzt hier, was geht hier ab? Was geht hier ab? Hier, Wasser. Große Wasserkanister von den Einheimischen wahrscheinlich. Ey, was ist er? So, Freunde, Kesselwasser ist aufgesetzt. Ah, schön. Ah, es raucht auch schön, das vertreibt die Mossis. Und es gibt ein kleines Adventure-Food. Sehr gut. Oh, schöne Aufnahme. Und das ist immer das Gleiche, egal was ist das? Wo ich hinkomme. Im Dschungel gibt es immer Fisch. Oh, Mann. Es ist so gemein. Also. Och, du Scheiße. Termiten mögen F-Stop-Rucksäcke, GoPro-Cases, dieses Mal von meinem Funkgerät meine Tasche. Aber Tasmanian Tiger, Alter, der ist frei. Da ist krass, ist einfach keine dran. Holy crap, Alter. Nicht dran. Aber was machst du dagegen? Dann ist das cleverer, die aufzuhängen irgendwie, dass sie frei hängen? Vielleicht, dass man irgendwie. Na gut, wenn du die an den Stamm irgendwie dranhängst, dann kommen die auch auf. Aber was ist, wenn du zum Beispiel dir zwei Bäume suchst, die so ein bisschen dicht nebeneinander stehen, so ein paar Zentimeter, da so ein Querast dran bindest und dann mit einem Karabiner oder ein Stück Paracord oder sowas, da den Rucksack frei baumelnd dran machst, dass der nur über einen Karabiner oder über so ein Stück Paracord quasi frei in der Luft schwebt. Aber gut, wenn es dann regnet, bist du wieder am Arsch, ne? Okay, na dann. Nico, wir sehen uns dann um 7. Das ist in 6 Stunden. Ja. Immerhin 6 und 3. Das gibt's ja auch manchmal. Gut. Sind das da Laternen? Hä? Steht hier eine Laterne? Und hier hinten auch? Sechle. Hä, hier steht doch eine Metalllaterne. Bin ich gerade doof? Oder was ist das? Oder sind das irgendwelche Kameras? Das sind Knicklichter? Hä, aber das ist doch irgend so ein Metallrohr hier.
Immerhin 6 und nicht 3. Na klar, hier ist doch ein Weg. Ja, auch manchmal. Oder nicht? Gutes Nächtle. Ah, oh, schöne Steiner-Timelapse. Nice, 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 nice. Ja. Lass dich doch aushalten. Oh, was haben wir da? Ein Wasserläufer oder wie heißen die? Feedback zur Nacht. Es ist wie immer, die Nacht im Dschungel ist beschissen. Robert hasst mich einfach dafür, dass ich draußen gut penne. Obwohl ich jetzt draußen auch nicht so gut penne wie drin oder so. Also kommt drauf an. Aber ich glaube, Robert hat richtig Probleme, so wie ich das auch verstehe. Aber hat er, glaube ich, auch in den Streams schon oft gesagt. Mit draußen pennen so, ne? Der pennt da nicht gut. Trotz jetzt hier irgendwie neuer Hängematte und sowas. Aber woran liegt's? Vielleicht sagt das. Das macht einfach keinen Spaß. Es ist laut, unbequem, feucht und wirklich richtig kalt. Ah, hier Knicklicht links nochmal dran. Also ich habe die Nacht auch ganz gut gefroren. Man liegt auch in dieser Matte ganz gut, aber auch unbequem. Ich wünschte, es wäre eine Fähigkeit, die ich besitze, dass ich überall schlafen kann, aber so ist es nicht. Ich habe vorhin, sage ich euch ganz ehrlich, schon wieder 2 Stunden Mittagsschlaf im Auto gemacht. War herrlich. Als Beifahrer natürlich. Und jetzt bin ich richtig hart abgefuckt. Ach, guck hier, das ist auch wieder Greg Hoppers Mission Erde. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen Teambekleidung, die sie dann besticken lassen haben, oder? Oh, wie verrückt. Aber hier steht jetzt auch noch Wilderness International. Ja, wer weiß, was damit auf sich hat. Und jetzt starten wir den Tag, ist das nicht schön? Ich meine, es sieht ja schön aus, aber ganz im Ernst, Leute. Ja, ist geil, ne? Spaß macht das nicht. Naja. Naja. Manchmal schon. Naja, alles, was man irgendwo hinstellt, wird okay, das übernommen ist halt von Insekten, in dem Fall Termiten. Aber beißen die da durch? Machen die das kaputt oder sind die einfach drauf? Die versuchen, meinen Rucksack zu stehlen. Das ist halt krass. Da, sowas hatten wir halt bei uns nicht. Ich glaube, da waren wir halt zu hoch für. Also, ich keine Ahnung, auf was für eine Höhe die hier sind. Kann ich mich. Kann man das angucken? Wir hatten ja geguckt, wo das grob welche Region das ist. Aber das wird ziemlich flach sein, alles da. Das ist so much fun. Ist mehr Viehzeug. Und wisst ihr was? Das alles mache ich freiwillig, unbezahlt, zahle sogar noch Geld dafür, um die Natur zu schützen. Krasser Typ! Trottel. Fuck. Ah. Leute, wirklich, es ist manchmal, man muss auch mal die harten Szenen zeigen, es ist manchmal ganz schön anstrengend. Wie war denn deine Dschungelnacht? Was hat Nico denn hier für eine frische Jacke an, Alter? Hat super angefangen. Und dann aber auch sehr schnell und sehr stark nachgelassen. Und dann war es so kalt, da musste ich echt nochmal gucken, was ich alles dabei habe zum Anziehen. Hab alles angezogen, was ich hatte noch. Hab sogar mein Handtuch rausgeholt und mit dem versucht zuzudecken. Ich war noch so da, bis irgendwann die Sonne aufging und es ein bisschen wärmer wurde. Ich will immer noch. Ich hab immer noch Gänsehaut. Paula, bitte! Mit einem rosa Pullover. Der sieht auch aus, als wäre er frisch aus der Verpackung. Da ist ja kein Fleck irgendwas dran. Einfach der rosa Nike-Pullover. Geil, Alter. Feier ich. Ich bin so durchgeblättert. Man glaubt's gar nicht. Auf dem Schlafsack steht bis minus 4 Grad. Das stimmt nicht. Naja, die Frage ist ja, was minus 4? Komfort-Limit oder Extrembereich? Vielleicht an der Stelle nochmal, ich weiß nicht, wie es bei Paula war, aber ihr dürft maximal die Komfortangabe nehmen. Maximal. Und rechnet da mal noch 5 Grad drauf. Wenn da sowas wie Komfortlimit ist, dann ist, also Komfortlimit heißt im Endeffekt, du frierst dir auf jeden Fall einen Arsch ab. Komfortlimit, du wirst dir einen Arsch abfrieren. Und Extrembereich heißt eigentlich nur, dass du nicht stirbst, mehr nicht. Viele sagen ja immer im Schlafsack, man muss da nackt drin schlafen, wegen der Kälte. Das habe ich ein paar Mal ausprobiert, völliger Bullshit meiner Meinung nach. So viele Layers wie möglich. Ist auch, keine Ahnung,
Also ich finde, man schläft angenehmer drin, wenn ich natürlich jetzt irgendwie nur T-Shirt, Buchse oder sowas habe und dann nicht noch einen Haufen Kram. Aber klar, wenn ist doch logisch, wenn ich eine Isolationsjacke habe und die noch zusätzlich im Schlafsack anhabe, natürlich isoliert die mich. Ist ja, also, natürlich. Einfach nur ein dummes Gerücht. Ja, Freunde, wir stehen hier gerade am Feuer und gehen durch, wie für jeden die Nacht war. Das war alles erst. So, jetzt warte mal hier. Ach hier, guck mal, das sind die Jungs, glaube ich, von Wilderness International oder was? Und das sind hier andere? Nee, obwohl die haben auch ein Wilderness International Shirt. Dann ist es vielleicht doch nicht diese Tour, die wir hier angeguckt hatten, was wir hier gesehen haben. Vielleicht ist es doch nicht die Tour mit den Mädels, die er gebucht hat. Nein, Spaß. Aber jetzt sieht es hier wieder so aus. Ah, das muss ich sagen, das fehlt vielleicht so ein bisschen oder mal kurz eine Einordnung, dass man nicht so richtig rafft. Sind das jetzt alles davon Wilderness International Leute oder sind das jetzt Forscher oder sind das Leute, die irgendwie Fototouren mitmachen? Das fehlt mir so ein bisschen, um das zu verstehen. Aber da bin ich wahrscheinlich auch wieder der Einzige, weil es den Rest einfach auch nicht interessiert. So mittel bisher. Auch der Chiki hat ein kleines... Ah, guck mal, da sind Einheimische. Ja. Aber Anton ja. Ist hier der Klügste. Ah, vor allem Anton, pass auf, Anton ist der Klügste, weil der hat einen dicken Schlafsack und der pennt wahrscheinlich im Zelt hier hinten. Weil Anton hat einen Daunenschlafsack dabei. So, denn seine Oma hat ihm einen ganz wichtigen Satz mitgegeben, der da lautet, lieber Anton, bitte. Nur Dumme und Soldaten frieren. Aber Daunenschlafsack ist halt eigentlich Quatsch. Also im Dschungel macht Daunenschlafsack halt echt keinen Sinn. Außer du hast wieder so spezial behandelte Daune, bla bla bla. Aber durch die hohe Luftfeuchtigkeit zieht ja eh alles Wasser. Und dann verklumpt die Daune eher. Außer, wie gesagt, eigentlich Spezialdaun. Aber gut, wahrscheinlich hat er einen Daunenschlafsack mit. Und der Rest hat sich einfach nur mit einem Fließinlet zugedeckt. Naja gut, da braucht man sich nicht wundern, dass man friert. Oder? Also ich habe in Peru nicht gefroren, so viel kann ich sagen. Bei mir war es warm. Lag vielleicht aber auch an dem Schlafsack, den ich mit hatte. Was ist das gemein, ey. Das ist so gemein. So. Doch, das ist ja auch alles Wellness in der Schnelle. Okay. Und jetzt guckt ihr die ganzen Dummen alle an. Okay. Aber jetzt hat man es mal ein bisschen besser gesehen an den Shirts, dass es alles Leute von Wilderness International sind. Okay. Freunde, Kamera ist am Start. Oh, jetzt. Gepackt. Ich verlasse jetzt hier mein Basiscamp und mache mich jetzt auf in den Dschungel, um ein paar coole Tiere zu finden. Das ist nicht einfach, weil ihr seht ja schon, da sind nicht überall Tiere. Die muss man sich hart erarbeiten. Und da geht es jetzt nach der harten Nacht los. Freunde, was wir hier gerade gefunden haben, einen... Warte mal, ist das Rucksacknummer? Das ist ja Rucksack Nummer 3, den er mit hat, oder wie? Hä, wie ist denn das alles da hingekommen? Das ist doch der dritte Rucksack, den wir jetzt sehen, seitdem er mit dem Boot raus ist. Der Ortlieb, der Packsack, jetzt wieder der Kamerarucksack und dann gab es doch aber noch diesen grünen. Wer hat denn die drei Rucksäcke da noch hingeschleppt? Freunde, was wir hier gerade gefunden haben, einen riesigen Brettwurzelbaum. Guckt euch das an. Ich mag das, wie diese Wurzeln so schön in den Boden gehen und die Lianen nach oben gehen. Das ist mal ein echter Urwaldriese. Guckt mal, wie hoch der geht. Also ich würde mal sagen, locker 50. Boah, auch schön wieder oben so. Meter. Der Chiki sagt, über 500 Jahre alt ist das Ding. Und das Schöne ist... Chiki war auch der Kollege mit dem Vogel, den er da... gerettet hat, der da in dem anderen Camp saß, ne? Der steht auf der Fläche von Wilderness International. Also die Fläche, die ich mit meinem Buch, Streams und so weiter schon kompensiert habe. Da, wo ihr auch echte Regenwaldschützer werden könnt. Das hilft dann, solche Bäume zu beschützen. Diesen wunderschönen Dschungel. Und dass der Chiki drauf aufpassen kann. Also eigentlich ganz einfach. Wir packen euch die ganzen Infos auf jeden Fall nochmal unten in die Kommentare. Verlinken auch Wilderness International. Dann könnt ihr, jeder von euch, zum Umweltschützer werden. Zum Naturschützer, zum Waldschützer, hier in Peru. Ist eigentlich ganz einfach. Und jetzt zeige ich euch mal einen Brettwurzelbaum der besonderen Art. Ficus maxima. Alter. Eine riesige Feige. Alter Schwede. Die ist locker 50 Meter hoch. Und die Brettwurzeln hier, weiß ich nicht, die ragen auf 10 Meter Höhe. Also der ist halt einfach riesig. Brutal. Er hier einfach ohne T-Shirt.
Brüllaffe. Da war gerade noch ein Tapir. Aber wir sind zu laut. Du kannst im Dschungel halt auch nicht leise gehen, wenn das da so aussieht, ne? Wir sind jetzt hier an der sogenannten Lehmlecke. Das heißt, ihr seht hier auf dem Boden immer Lehm. Da kommen die Tiere in der Trockenzeit gerne hin und fressen auch mal was von dem Lehm oder kühlen sich ab. Und es ist alles voller Tierspuren. Ich zeige euch das gleich mal. Ja. Ja, klar. Oh, Höhle! Tja, da gehen die Tiere auch rein. Und da suhlen die sich. Hier sind überall Tierspuren. Geil. Hier durch. Mit Rucksack. Und Kamera. Jetzt haben wir wieder den grünen Rucksack am Start. Ich bin verwirrt. Vielleicht war dieser rote Rucksack-Schatt auch wieder nur ein Schnittbild aus einem anderen Tag, ne? Sowas verwirrt mich immer. Aber ich schätze mal, das war, ja. Könnte man feststellen. Wahrscheinlich war das vielleicht sogar einfach nur, weil es geil gepasst hat, ein Schnittbild oder ein Clip irgendwie von vor 2 Tagen oder so, wo die noch woanders waren. Ja, das kenne ich irgendwoher. Och nee! Geil! Dinosaurier! Oh, Freunde. Kennt ihr das? Man kommt zurück von so einem Jungle Walk. Schade, ich dachte, da kommt jetzt noch eine Info zu der Schildkröte, was das ist, warum die da ist, wie alt die ist und so weiter. Das hätte mich interessiert. Ich bin komplett durch. Über mich hüpfen gerade ein paar Affen und schmeißen mit Ästen. Kein Tier gesehen, nichts fotografiert. Hä? Was war mit der Schildkröte? Was war mit der Schildkröte? Wir sind dreckige Füße, komplett durch, aber so ein Apfel. Ja, schmeckt dann so geil. Alter, so lecker. Wachsen in Peru Äpfel im Dschungel? Ist eine dumme Frage, aber gibt es so Dschungeläpfel? Nee, oder? So lecker gerade. Ihr kennt das bestimmt, wenn man sich so richtig verausgabt hat und dann irgendwas ganz Normales isst. Ich weiß nicht, haben die da Äpfel in Peru im Dschungel? Ich weiß gar nicht. Apfel ist für mich immer so eine klassische deutsche Frucht. Und das auf einmal so unfassbar gut schmeckt. Merkt richtig, wie die Lebensenergie zurückkommt. So, jetzt heißt es gleich Klamotten packen, Camp abbrechen und dann einige Stunden ab zurück ins andere Basiscamp. Hä? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Das war doch jetzt nur eine Nacht. Aber hieß es nicht, die sind da jetzt mehrere Tage in diesem Camp? Hab ich Bock drauf. Hä, hey, hat nicht vor 3-4 Minuten ging es doch darum, dass sie da ein Camp machen und jetzt sind die da mehrere Tage im Dschungel, um da Tiere zu fotografieren, oder? Und möglichst wenig Termiten mitnehmen. Alter, mein ganzes Zeug ist voller Termiten. Oder? Okay. Ich hab's falsch verstanden. Ja. Oh, Alter. Oh. Das ist halt geil, ne? Das ist halt geil. Was auf jeden Fall ein bisschen hart ist, ist, dass die ganze Anstrengung im Prinzip fast umsonst war, weil wir waren jetzt hier ganz schön lange im Dschungel unterwegs mit Übernachtungen und so weiter und gefilmt oder fotografiert. Reinischt. Schade. So schade. Ist es halt manchmal. Ja. Man muss sich viele Sachen wirklich hart erarbeiten. Und es reicht halt nicht, einfach in den Dschungel an die richtigen Stellen zu gehen und zu hoffen. Da gehört auch viel, viel Glück dabei. Und hat man diesmal nicht. Das ist übrigens ganz oft so, dass ich den ganzen schweren Kram wirklich in der höchsten Anstrengung irgendwo hinschleppe. Und dann kommt dann am Ende gar nichts mehr raus. Dann ist man auch manchmal sauer angefressen. Aber da muss man sich immer wieder sagen, that's nature. Und es ist ja auch schön, hier zu sein. Aber viel schöner wäre es, wenn man noch mit einem tolleren Ergebnis nach Hause kommt und dann sagen kann, guck mal, wie geil das hier ist, lass mal alle gemeinsam schützen. Das wäre natürlich noch besser, weil wenn ich euch nur Bilder von nichts zeige, beziehungsweise nur Dschungel, das wird schnell langweilig. Deswegen werde ich mir einfach noch mehr Mühe geben. Aber ich sag's euch. Cusco, Peru. Das ist schon eine Sache sag ich euch mal kurz.
in dem Bezug, weil ich es gerade gesehen habe, und das werde ich auch in meinem Video sehen und das habe ich auch in meinem Video thematisiert, die Leute, die krass sind, nicht falsch verstehen, ne? Das ist kein Robert, das ist kein Fritz Meinecke, das ist kein Survival Martin und Nico und so weiter. Die Leute, die krass sind, das sind die Einheimischen da. Was die da abliefern, wie die da klarkommen, wie die da teilweise langspringen, Höhenmeter machen, Matsch, dies, das, das ist krass. Das ist einfach krass. Und dann kommst du da gefühlt so als Mitteleuropäer hin in den Dschungel und merkst einfach, ich bin ein ganz kleines Würstchen. Aber ihr werdet sehen, ich habe es in meinen Videos auch erklärt und thematisiert, weil es halt einfach so ist. Grenzwertig. So, jetzt kommen wir gerade aus dem Dschungel raus. Ja, die laufen da, ey, wie die da teilweise rumlaufen. Die haben einfach scheißegal, die haben irgendein T-Shirt an, die haben da teilweise eine Jeans an, irgendwelche komischen Schuhe, ja, und wir kommen da mit irgendwelchen 400 Euro Bar, Quick Dry, Ultra Special, Outdoor Sachen und die denken sich so, naja, lass die mal ein bisschen spielen hier. Lass die mal ein bisschen Spaß haben. Was? Und die tragen die richtig kranken Dinger. Die kommen da mit irgendwelchen 100 Liter Rucksäcken an und keine Ahnung was, die schon 50 Jahre alt sind, wo irgendwie gefühlt haben die keine Schnalle zum Festmachen, die machen da einfach einen Knoten rein und das Ding wiegt auch noch 40 Kilo. Das erste, was die sind krass. Dran siehst. Jaguar. Oh, Jaguar-Spur? Das sind die Jaguar. Und wir waren im Dschungel, dabei sind wir hier an Land, am Strand. Ja, aber ein geiles Gefühl, wieder rauszukommen, muss ich euch sagen. Ja. Leute, ich habe mich für euch von den Gnitzen fressen lassen. Meine ganzen Arme sind blutrot zerstochen, das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Robert Wagleman, Ende. So. Jetzt bin ich doch. Geil, also schöne Folge, Daumen nach oben, es ist natürlich geil produziert, schöne Mucke, geile Bilder, gefällt mir gut, könnte ich mir, mal gucken, wie viele Folgen noch kommen, was noch so passiert, ich find's nice, was willst du da sagen, ist geil, ist auf jeden Fall geil, könnte ich mir noch 10 weitere Folgen angucken, gefällt mir, ist halt mal was anderes.